Ich wusste schon früher, als ich Dinge noch falsch gemacht habe in der Skincare, ich meine, ich war auch jemand, der beduftete Produkte angewandt hat, Gesichtswasser mit Alkohol angewandt hat, das ist immer schon beim Thema. Ich habe immer schon gemerkt, wenn ich irgendwie was, was feucht macht, aufs Gesicht packe, morgens wie abends, dann tue ich mir leichter mit den nächsten Schritten. Meine Haut liebt das. Kann man schon so sagen, und ich habe früher schon immer gerne so Aloe-Gel oder sowas aufgetragen. Das war echt super. Oder eben irgendein Toner. Jetzt hat sich bei uns ja das Wort Liquid etabliert. Man sagt kaum noch Toner. Ich höre mich auch nicht mehr Toner sagen, weil ich da einfach immer noch an die Sachen denke, die eben kaum Wirkstoffe hatten. Die erste, die ich gesehen habe, ist die Shenya, aka Inkipedia, die ihr Gesichtswasser, als ihr eigenes noch nicht auf dem Markt hatte, gepimpt hat, weil da einfach kaum Wirkstoffe drin waren. Jetzt haben wir halt wirklich richtig tolle Sachen. Und das ist eins von vielen Videos, weil ich habe schon ein paar, die ich euch einfach vorstellen möchte. Und wir werden uns heute mal Geek and Gorgeous angucken. Geek and Gorgeous gab es schon vor dem Liquid Hydrator. Halt bedeutet aber jetzt nicht, dass das hier irgendwie besser oder der Liquid Hydrator schlechter ist. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und ihr habt es wahrscheinlich schon bei dem Isana-Produkt gemerkt, als ich das vorgestellt habe. Mir ist die Art, wie man sowas aufträgt, unwahrscheinlich wichtig. Und jetzt hat Geek and Gorgeous bei der Liquid Hydration einen Pumpspender. Und dieser Pumpspender ist nicht einfach irgendeiner, sondern er macht, wir machen es jetzt einfach mal, einen richtig tollen, feinen Nebel aufs Gesicht. Ne? Also den kann man richtig schön, und ihr wisst eins, da werde ich mal versuchen, das entweder auf die No-Flaschen drauf zu packen oder keine Ahnung. Wenn ihr gute Pumpspender wisst, die man nachkaufen kann, ich habe auch schon bei Amazon geguckt, dann gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin dafür Empfehlungen wirklich offen. Weil mir, ich habe einfach gemerkt, mir ist die Art, wie ich sowas auftrage, unwahrscheinlich wichtig. Und der Pumpspender, der ist einfach großartig. Ich wollte es ursprünglich mal mit dem Liquid Hydrator von No vergleichen. Jetzt hat Mutti sich aber einen Adventskalender von No gekauft und ich gehe davon aus, da sind fast alle Produkte drin. Deswegen werde ich mir von No jetzt erstmal nichts nachkaufen, außer die Vitamin C-Creme. Ich muss mich selber auslachen an der Stelle. Und wir sehen das Produkt jetzt einfach mal als alleiniges Merkmal. Man muss jetzt nicht hergehen und sagen, ich brauche dieses Produkt und muss es mir unbedingt bei Purish oder bei Geek and Gorgeous direkt bestellen. Sondern wenn ihr eh mal irgendwie bei Purish unterwegs seid, dann könnte man sich das mal angucken. Der ist ein bisschen billiger als der von No. Ich glaube, bei No sind es über 9 Euro. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Die XL-Größen sind natürlich günstiger und wir haben hier 8,90 €. Ich habe den schon so viel verwendet, weil ich das einfach liebe, dass er schon fast leer ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, so, jetzt sollte ich mal langsam ein Video dazu machen, weil ich habe mir geholt, um wirklich eine Review dazu zu machen. Wir haben hier wieder wunderbare Feuchthaltemittel drin. Das ist halt bei meiner Haut echt elementar. Weil wenn du jemand bist wie ich, der immer eine fettig glänzende Haut hat, bedeutet das im Endeffekt, dass deine Haut was ausgleichen möchte. Und das ist meistens immer Feuchtigkeit. Und das wusste ich ganz, ganz lange nicht. Ich bin eine Zeit lang zur Kosmetikerin gegangen und die hat mir das schon einbläuen wollen. Bitte verwenden Sie keine Produkte mit Alkohol, denn Sie haben schon eine trockene Haut. Ich so, wie trocken? Die fettet doch nach. Und gerade solche Produkte, da könnt ihr das so ein bisschen abfangen, gerade wenn ihr über den Tag hinweg auch so ein bisschen stressig habt. Und merkt so, ah, also ich merke das bei Stress, dass meine Haut da schon so ein bisschen juckig ist und so. Weil hier hat die eben beruhigende Stoffe mit drin, wie Allantoin beispielsweise oder Panthenol. Und ihr packt das einfach auf euer Gesicht drauf, ich mache es jetzt nicht nochmal. Und dann ist es halt einfach richtig gut. Das wirkt beruhigend, das ist einfach großartig und bereitet eure Skincare-Routine halt auch vor, weil sowas macht man im zweiten Schritt, man wäscht das Gesicht. Zweiter Schritt ist dann sowas, weil ich werde ganz oft eben zur Reihenfolge gefragt. Ich sage immer von flüssig,
zu fest. So kann man sich das einfach vorstellen. Und das ist eben der zweite Schritt nach der Reinigung. Und wenn das wunderbar funktioniert, und hier haben wir halt wirklich Luxus pur, schön, einen schönen Nebel. Ich mag das total, und wenn es dann auch noch schnell geht. Und das Produkt funktioniert für mich wunderbar mit Sonnenschutz. Diejenigen von euch, die eben auch so ein fettiges Häutchen haben und nicht in jeder Sonnenschutz ist matt, oder das haben wir, die wenigsten sind matt, da freut man sich dann schon ganz dolle, wenn man irgendwie was drunter aufträgt, dass der Sonnenschutz ein bisschen besser einzieht. Und das tut es bei mir halt wirklich. Ob ich mir das Produkt nachkaufen würde, ich würde jetzt nicht extra irgendwie was bestellen, dann, ich bin ehrlich an der Stelle, No gibt's bei DM, und dann muss ich halt einfach nur in DM gehen und mir das No-Produkt holen. Aber falls man mal irgendwie wieder bei Purish unterwegs ist beispielsweise, könnte ich mir das schon vorstellen. Und den Pumpspender behalte ich, bis er nicht mehr geht, weil der ist echt mega gut. Packt mir den einfach auf ein anderes Produkt drauf, ob jetzt Isana oder was auch immer. Ich schaue einfach mal, wie sich das so anfühlt und ob ich das auch so richtig gut finde. Kennst du das Produkt? Hast du damit andere Erfahrungen gemacht wie ich? Hat es funktioniert bei dir oder hat es gar nicht funktioniert bei dir? Schreib es gerne unten in die Kommentare, das ist wichtig, damit mein Zuschauer einfach sieht. Sie ist gut damit zurechtgekommen, du vielleicht gar nicht, also... Wir haben alle andere individuelle Hautprobleme und da ist es dann einfach wichtig, eben auch mal eine andere Meinung zu haben. Also kennst du das Produkt? Schreib mir alles dazu unten in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.